Servus, meine lieben Freunde, und willkommen bei einem kurzen Infovideo zu meinem neuen Team, The Allianz Germany oder GER, wie ihr wollt. Ich wollte jetzt kurz das Video machen, um zu sagen, dass jetzt noch 4 Plätze frei sind und warum habe ich das andere Team aufgelöst? Weil einfach da die Spielbeteiligung nicht da war und weil einfach das Team auch schlecht war. Ich war, glaube ich, der Beste mit meinen mit der epischen Deckstufe, und die anderen waren alle ultra selten. Und da konnte ich auch keine 5er-Matches machen oder sehr, sehr selten 3er-Matches. Und da musste ich auch aufpassen, oder nicht aufpassen, da musste ich auch schauen, dass ich die nicht verliere. Habe ich aber auch meistens verloren, weil einfach nur auch seltene Karten dabei waren, und seltene Karten gegen legendäre Karten habe ich einfach keine Chance. Und dann die ganze Zeit Einser-Matches, das hat einfach nicht Spaß gemacht. So, und jetzt bei diesem neuen Team, ich bin nicht der Gründer, das ist nämlich der Max. Er ist auch ein YouTuber. Ich pack da mal unten in der Beschreibung seinen YouTube-Channel mit rein. Wäre cool, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Ja, und dann hätten wir hier noch den guten Sammy. Dann ich natürlich. The Ken oder The Shan. Timme und Tobi. Genau. Also sind auf jeden Fall alle besser als ich. in der Deckstufe. Aber ich finde, ich kann das ja auch noch kurz zeigen. Das Team Deck. Wenn es lädt. Ja. Also der Max hat einen Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, ein Bray Wyatt und die Brie Bella. Der Sammy hat einen Roman Reigns als Pro auf Episch und einen Stardust auf Legendär. Und die gute Paige, aber die ist doch geprot, oder? Ja, wieso steht das da nicht? Naja, die Page auf ultra selten geprobt. Hier der Stardust noch. So, bei mir ist klar, haben wir gesehen. Oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Das letzte Mal, ob ich das gezeigt habe. Also auf jeden Fall auf legendären Bray Wyatt. Seth Rollins auf ultra selten geprobt. Und jetzt neu die Brie Bella. Auf besonders selten. Profi. Zwar noch nicht vollgelevelt, aber es wird jetzt in den nächsten Tagen passieren oder in den nächsten Stunden. Und die Playlevels müssen halt dann noch vollgemacht werden. Und die Token verteilt werden. Also wird noch ein bisschen steigen, ihr Gesamtwert. So, dann The Shan oder The Can hat Bray Wyatt auf Legendär, Stardust auf Legendär und die Naomi auf Ultra Selten auf Profi. Also geprobt. Auch nicht schlecht, richtig gut. Timme hat auch einen Bray Wyatt auf Legendär, einen Stardust auf Legendär und eine Natalya als Episch, auch richtig gut. So, und der Tobi hat auch einen Bray Wyatt auf Legendär, einen Mark Henry auf Profi und eine Rosa Mendes auf Profi als besonders selten. Auch nicht schlecht. So, also es ist ein richtig gutes Team bis jetzt. Voraussetzung ist natürlich, wenn ihr beitreten wollt, ihr müsst episch sein. Nichts darunter, weil sonst bringt uns das einfach nichts. Ja, genau. Jetzt, ja, genau. Und ach so, und was ich noch sagen will. Es geht nur per Einladung. Also ihr müsst unter diesem Video schreiben, ob ihr rein möchtet. Und dann werde ich euch anschreiben und dann klären wir das alles. Also wer mitmachen will, einfach unter diesem Video dann kommentieren. Und dann werden wir uns dann vielleicht beim nächsten Team-Event zusammen in einem Team sehen. Wäre cool. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Also wäre cool, wenn du auch Facebook hättest. Und dann soll es das auch gewesen sein für dieses Video. Genau. Wie gesagt,
haut in die Tasten, wer in das Team will, und ich bin damit raus. Also bleibt dran, bis dann, euer Steffo, Servus.